In Island spielt sich gerade ein richtiges Naturspektakel ab. Ein vor Lava sprudelnder Krater hat unzählige Schaulustige in ein Vulkangebiet südwestlich von Reykjavik gelockt. Wegen der rund 500 Meter großen Felsspalte gab es sogar einen größeren Polizeieinsatz. Hubschrauber wurden eingesetzt, um Wanderer auf dem Berg in Sicherheit zu bringen. Auf einer Webcam wurden Menschen auf dem Berg beobachtet, die sich in Gefahr befinden könnten. Nach der Evakuierung wurde der Berg Fagradalsfjall für die Öffentlichkeit geschlossen. Über Ostern haben sich nun zwei neue Erdrisse aufgetan, aus denen ebenfalls glühende Lava an die Erdoberfläche sprudelt. Bis zum Dienstag bildete sich daraus ein hunderte Meter langer Lavafluss. Die beiden neuen Risse sind etwa 100 bis 200 Meter lang. Bewohner in der Nähe wurden aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Einer Journalistin zufolge befanden sich am Montagabend nur noch Reporter und Einsatzkräfte in dem Gebiet. Die an die Erdoberfläche tretende Lava stammt aus einem unterirdischen vulkanischen System namens Krusovik. Ein Ausbruch dieser Art wurde zuvor durch tausende Erdbeben angekündigt.